Moin moin und hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum 8. Teil von Abandoned Sector, einem Mudrunner Let's Play. Ja, der verlorene Sektor, der verlassene Sektor. Der gibt mir doch ein bisschen mehr zu denken, als mir lieb wäre. Das ist uns in der letzten Folge klar geworden. Denn der 7310 und der, ja, ich habe beschlossen, den Benzinsee zu taufen, diesen Tümpel. Denn, wie gesagt, wir haben da mittlerweile so viel Fahrzeuge durchgeschleust, dass das mittlerweile, ne, man sieht es hier auch überall, der ganze See ist voller Schadstoffe. Ja, der Benzinsee. Da liegt der 7310 noch drin. Und wenn jetzt alles gut läuft, wir haben mit dem 488 Liter Kraftstoff. Der Schaden ist, ja, 468 von 1000. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich so weit unter Wasser sind. Nein, das ist alles gut. Gibt keinen Schaden. Allrad, Handbremse lösen, Rückwärtsgang haben wir drin. Denn man tau. Ups, da war er doch noch ein bisschen zu weit drin. So, und jetzt buxieren wir uns hier mal so langsam raus. So, und endlich in Folge 8 können wir diesen 7310, der ganz am Anfang ja als Startfahrzeug auch eingestellt war, tatsächlich mal in Betrieb nehmen. Lang genug hat's gedauert. Vor allem ist der jetzt schon anderthalb Mal noch im kaputten Zustand durch den See gezogen worden. Und alles von dem K700. Also der hat echt eine Hauptrolle gespielt in diesem Let's Play bislang, der K700. Aber ja, er hat sich dadurch doch tatsächlich bei mir so ein bisschen revanchiert, nachdem ich ja am Anfang nur über ihn gemeckert habe. So, ich werde jetzt mit dem aber noch einmal kurz hier hinten hinfahren und den volltanken. Beziehungsweise muss ich das überhaupt? Könnte eigentlich auch gleich zur Werkstatt fahren mit dem und den Tankwagen dann vielleicht hinterher schicken. Ich will mal einmal einen Blick auf die Map werfen, denn so langsam müssen wir uns ja schon mal Gedanken jetzt machen über das Beliefern der Sägewerke. Und unsere Stammausgabe, die finden wir hier. Die ist so ziemlich in der Mitte der Map, ist allerdings auch in diesem riesigen Canyon mit Bergen auf beiden Seiten. Man dürfte... Wie fährt man den überhaupt an? Wahrscheinlich am sinnvollsten von hier. Okay, und wenn man von hier kommt, dann muss man wahrscheinlich auch von hier kommen. Also. Und ob man hier durchkommt? Ach Gott, das wird alles auch noch spaßig werden. Ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal den 7310 zur Werkstatt bringen. Dann werde ich an meiner Werkstatt mal so ein bisschen umparken, dass ich alle, die vollgetankt sind, auch mal zur Seite fahre, auf diese freie Fläche hier oben. Und dann kann man mal anfangen zu zählen. Ich würde auch tatsächlich alle anderen Fahrzeuge in die Nähe der Werkstatt bringen und auch den Tankwagen dann nochmal hinsenden. Alles auftanken, alles reparieren, alles konfigurieren. Und dann starte ich mit diversen Trucks zur Stammausgabe. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das am sinnvollsten machen. Also der 7310 zumindest, der müsste ein Sägewerk alleine anfahren können. Und mit den anderen werde ich das dann wahrscheinlich eher jeweils so im Konvoi machen. Ich glaube zum Beispiel, dass der eine Truck, der mit den Sechserhölzern, ja, das macht nicht so wirklich viel Sinn. Das würde ich dann lieber immer in zwei Trucks mit je Viererhölzern irgendwie aufteilen. Ja, da bin ich mir jetzt aber noch nicht so sicher. Erste Maßnahme ist auf jeden Fall jetzt erstmal den 7310
zurückzubringen. Beziehungsweise überhaupt erstmal zur Werkstatt zu bringen. Und mit seinen 466 Litern sollte uns das eigentlich auch noch ganz locker gelingen. Und ich mache das, glaube ich, so wie beim Tankwagen eben, damit ich nicht ständig auf die Map glotze. Setze ich mir hier wieder ein paar Wegpunkte. So. Sehr schön. Ja, ich erinnere mich an das Geräusch. Ein schöner Truck. Vorsicht, nicht hier wegrutschen. Geh mal in den 1+. Wir donnern hier schön durch. Ja, der Bruder, der kann ein bisschen was. Vor allem Feinstaub raushauen. Das läuft ja hier gut. Ups. Ja. Vorsicht in den Kurven. Ich bin nach wie vor fasziniert von der Physik in diesem Spiel und von der... von den verschiedenen Trucks, dass die sich so unterschiedlich fahren. Also... Ich habe ja noch nicht mal die ganzen Mods mit den Fahrzeugen getestet, weil ich irgendwie auch ein bisschen Schiss davor habe, dass man dann irgendwie noch mit, nur noch mit so overpowered Fahrzeugen unterwegs ist. Denn da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass man dann irgendwann die normalen Standard-Trucks hier gar nicht mehr zu schätzen weiß. Aber alleine die, die hier im Standardspiel dabei sind, das ist schon, ja, langer Spielspaß. So. Richtig viel Benzin verbrauchen wir nicht. Man kommt hier wirklich recht gut voran. Und was ich an dem Spiel tatsächlich auch besonders schön finde, ist, aber das ist ja eigentlich bei jedem Spiel so, wo man auch Maps erkunden muss, das ist, dass man mit der Zeit immer ein besseres Gefühl für die Maps bekommt und auch ungefähr weiß, wo man sich gerade befindet. Man hat also diesen Wiedererkennungswert und das ging mir ja sogar in dem Longridge-Level so, dass ich mich da zum Schluss ganz gut zurechtgefunden habe. Und das gefällt mir bei Spielen auch immer gut, wenn man irgendwann das Gefühl hat, sich gut auszukennen. So, zumindest diesen Weg zur Werkstatt, den kenne ich jetzt ganz gut. So, jetzt werde ich aber, bevor ich den da reinfahre, mal meinen Fuhrpark hier ein bisschen aufräumen. Das heißt, ich wechsle mal hier auf den nächstgelegenen, das ist der. Und dann würde ich aber erstmal auf den hier wechseln. Und ich werde jetzt erstmal diesen langen Holzanhänger, den finde ich irgendwie doof. So, den nehmen wir mal weg. Und jetzt müsste ich mir natürlich überlegen, ich würde den ganz gerne in die gleiche Konfiguration bringen wie den da hinten. Das heißt, mit dem Kran. Was muss ich dafür tun? Wo haben wir denn den? Sattelwagen mit Kran ist nicht verfügbar. Das kann er nicht, weil der Holzauflieger montiert ist. Den nehmen wir mal runter. So, dann könnte er
Tankwagen, Wagen mit Kran. Warum kann er den Wagen mit Kran nicht aufbauen? Werkstattanhänger. Brauche ich dafür die Sattelkupplung? Wagen mit Kran? Nee. Warum geht das nicht? Was kann der? 3, 3. Holzauflieger wird benötigt. Okay, Holzauflieger. Den. Komisch, warum kann ich hier nicht den Wagen mit Kran raufbauen? Wegen des Ersatzrades eventuell? Oh ja. So, der kann was? Der könnte dann 3 Punkte tragen. Nee, das ist mir zu wenig. Dann würde ich bei dem tatsächlich. So kann er 6. Mit dem Langholz könnte er auch 6. Mittellange. 4. Ja, komm, wir machen hier einen kurzen, nee, nicht einen kurzen Holzanhänger ran, sondern den Holzauflieger. Und dann müsste ich doch eigentlich noch, so wie bei dem da, so einen kurzen, langer Holzanhänger. Mittlerer Holzanhänger, den will ich. Jawohl, dann kann ich mit dem 4 Punkte transportieren. So, der ist vollgetankt. Dann. Ja, tut mir leid, das dauert alles bei mir ein bisschen länger hier mit den. Hallo? Lass erstmal den Motor an. Und wir fahren hier mal ein Stückchen zurück. Und guck mal, dass ich hier. Ups. Ja, wie gesagt, im Rückwärtsfahren bin ich nicht so der Beste mit Anhänger. Dann platzieren wir den schon mal draußen. So, das wird jetzt so ein bisschen so eine Rangierfolge hier. So, und dann stellen wir den nämlich schon mal hier ab. So, den können wir ruhig hier stehen lassen. Motor abstellen, dann gucken wir noch mal. So, die beiden würde ich jetzt nämlich gerne noch mal konfigurieren. Fahren wir ein Stückchen weiter vor. So, was können die denn bezüglich Holz tun? Die können hier. Entschuldigung. Kurzholz 3 Punkte und 3 Punkte. Die könnten 6, 7 könnten die sogar liefern. Okay. Punkte. 7 Punkte. Das ist doch eigentlich auch doof. Tja. So könnte er 7 Punkte Holz transportieren. Dann fehlt natürlich immer genau ein Punkt für. Ein Sägewerk. Wenn er aber nur 3 Punkte liefert, ist das irgendwie auch doof. Wenn er 6 Punkte liefert, ist das auch Quatsch. Okay.
Dann nehmen wir den mit 7 Punkten mit. Und fahre den auch erstmal hier raus. Und dann stellen wir uns hier erstmal neben den anderen. So. Dann können wir auch den Motor abstellen und dann gehen wir nochmal auf den 4320. Bei dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Der kann ja 4 Punkte und vor allem hat der den Kran. So, dann fahre ich den nochmal raus und habe ich erstmal ein bisschen Platz hier drin. Ja, ich versuche gerade sinnvoll zu rangieren. Ihr merkt, das kann ich nicht. So, aber so müsste ich eigentlich jetzt schon rumkommen. So, und dann kann ich den nämlich auch hier abstellen. Und dann kann ich erstmal den 7310 reinfahren. Also hier stehen mittlerweile 4, 8 und 7, 15 Beladungspunkte Potenzial. So, wir wechseln jetzt mal auf den 7310 und den bauen wir jetzt erstmal um. So, kommen wir hier rum? Na, nicht ganz. So, sehr schön. Kommt der rum? Nein. Eigentlich kann ich auch hier stehen bleiben. So, jetzt ist er erstmal repariert. Und der müsste ja jetzt eigentlich den Tankwagen nehme ich mal runter. Holzauflieger kann 4 und der kann 3 und der kann 4. Sehr schön. Das sind nämlich jetzt 8 Punkte. Jetzt gucken wir hier nochmal auf die Map. Also, auf jeden Fall müssen die ja eigentlich alle runterfahren, wenn sie zur Stammausgabe wollen. Ich glaube, ich werde mal jetzt ein bisschen, ich habe Lust jetzt ein bisschen mit dem rumzufahren. Deswegen bringen wir den jetzt einmal bei der Tankstelle kurz vorbei, tanken hier noch einmal voll und dann fahren wir den schon mal zur Stammausgabe. Dann können wir nämlich mit dem auch gleich mal ein bisschen die Strecke scouten. Und vor allem hat der, war der ja die ganze Zeit kaputt, hat im Teich gelegen, wurde vom K7 hin und her vom K700 hin und her geschleppt. Jetzt darf er mal ein bisschen auf der Map rumfahren. Also, erstmal zur Tankstelle. So, Licht kann man wieder ausmachen. Der Morgen graut.
Ja, und immer schön Richtung Süden. Differential aus. Hier ist dann doch wenig Schlamm. Jetzt kam hier diese Holperstrecke. Ein Differential doch wieder an. So, hier musste man über die Brücke rüber. Ein bisschen langsamer werden. Differential wieder an, Differential aus. So, wo sind wir? An der Brücke. Ja, wir bleiben jetzt eigentlich immer auf dieser Strecke. Ob wir hier in den 1 Plus kommen. Ja. Upsa. Ja, okay. Ja, ich bin immer noch dabei, die Fahrzeuge so ein bisschen besser kennenzulernen. Den 7310 konnte ich ja auf der vorherigen Map kaum ausfahren, auf der Long Ridge Map, weil da ging es ja ums nackte Überleben an den Felsvorsprüngen und halt. Ja, alles gut. Und hier kann ich mit dem auch mal ein bisschen Gas geben. Das ist schon ganz interessant, wie die zu fahren sind, die Fahrzeuge. Also beispielsweise, wenn da so eine Kurve kommt, kurz vorm Gas gehen, einlenken und dann erst wieder im Scheitelpunkt Gas geben und so weiter. Das ist schon schick gemacht. So, da vorne müsste die Straße kommen und auch die Tanke, jawohl. So, und ich glaube, ich werde das mal von der linken Seite hier probieren. Das heißt, jetzt hier schon mal links einschlagen. Jetzt rechts. So. Ja, wunderbar. So, dann tanken wir den einmal. Und jetzt gucke ich nochmal auf die Map. Also, wenn wir den zur Stammausgabe bringen wollen, dann würde ich sagen, ist das am besten hier oben lang zu fahren? Kommt der dann da durch? Oder was ist denn hier überhaupt? Da geht ein Weg durch. Aber dann geht's nicht weiter. Oder man könnte vielleicht hier durch. Boah, das ist aber ein ewig langer Weg. Dann vielleicht hier so außenrum. Das ist die Frage, was da der kürzeste Weg ist. Also ich würde im Moment dazu tendieren, nochmal hochzufahren und hier am Rand lang zu fahren. Die Frage ist nur, was hier passiert. Ein bisschen näher rangehen hier. Ah, da kommt er doch nicht durch. Da viel zu viele Bäume. Allerdings könnte er vielleicht ein Stückchen durch den Fluss fahren. Weiß nicht, wie breit der da ist. Was wäre denn die Alternative? Also, das sieht hier alles nicht so aus, als könnte man hier durch den Wald fahren. Hier sieht das auch nicht so aus. Wenn man hier runterfährt. Nee. Irgendwo
irgendwo muss ja hier eine vernünftige Verbindung sein. Wir gehen mal von der anderen Richtung. Wir kommen von hier. Hier unten lang. Das wäre möglich. Soll ich vielleicht mal mit dem B66 mal scouten? Was hat der denn noch? Mit dem könnte ich noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Das sollte ich mir die Gegend hier vielleicht noch mal angucken. Damit ich weiß, wie ich mit dem 7310 hier am besten herkomme. Also. Ich werde mir, glaube ich, das hier oben mal angucken. Das heißt, wir fahren mit dem hierhin, dahin. Gucken wir erstmal. So, Allrad an. Und dann fahren wir hier mal um die Kurve. Und dann müssten wir eigentlich auf diesen kleinen Weg kommen. Sehr schön. So. Hier könnte der 7310 sicherlich auch langfahren. Da vorne scheint ja der Überweg zu sein. Also gucken wir hier einmal rechts. Kommt hier ein dicker 7310 durch? Nein. Da würde ich mal eher nein sagen. Aber wo kann er dann langfahren? Das ist ja jetzt wirklich eine interessante Frage. Das hier oben sieht noch so aus, als ginge da was. Hier oben, das ist anscheinend ein Weg. Okay, ich glaube, das ist der Weg. Gut, ich habe meine einen Weg gefunden zu haben. Da können wir eigentlich gleich zum 7310. Wo haben wir den denn? Da oben. Zack. So. Dann versuchen wir das einfach mal. Also fahren wir erstmal hier vorne wieder raus. Und ja, das wird nicht so einfach, hier jetzt die Kurve zu kriegen. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ein Stückchen zurück und jetzt nochmal einschlagen. Das sieht gut aus. Okay. Das hätten wir schon mal. Allrad können wir mal ausmachen. Und jetzt nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Wir wollen jetzt nämlich eigentlich hier lang, also auf jeden Fall erstmal bis zur Brücke. Dann hier oben hin, dann dahin, dann dahin, dann dahin und hier rüber. So, das ist erstmal ein grober Plan. Und wir starten mal los. So, mal in den 1 Plus schalten. Kriegt er das hin? Na komm, jawohl. Sehr schön. Differential aus. Differential wieder an.
Differential aus. So, die Kurve ist dann noch ein bisschen zu eng, um hier im Plus 1 durchzuheizen. So, da vorne haben wir die Brücke. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal wieder rüber. So, das klappt gut. Und hier müssen wir jetzt links. Na. Ich wollte eigentlich in den Plus 1 hoch. Aber das geht hier am Berg nicht so gut. So. Ist hier zwar ein relativ kleiner Feldweg, aber es ist immerhin ein Weg. Das sieht ja hier auch ganz interessant aus. Wo sind wir hier denn? Okay. Ja, ein Stückchen des Weges ist es noch. Und die Folge ist schon relativ lang. Also, ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Nächstes Mal fahren wir mit dem 7310 weiter zur Stammausgabe. Und ich glaube, dass wir dann auch schon mal einen Wagen mit Kran nachschicken, sodass wir mit dem 7310 vielleicht dann schon das erste Sägewerk beliefern können. Dann hätten wir nämlich schon mal eins geschafft. Ja, ich hoffe, euch hat das heute ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut und wünsche euch bis dahin alles Gute und sage Tschüss.